Hey Leute, heute habe ich eine ernste Nachricht über Carmen Geiss, die vielen von euch sicherlich aus der Reality-Show Die Geissens bekannt ist. Während der Dreharbeiten in Österreich musste sie plötzlich ins Krankenhaus eingeliefert werden. Grund war eine gefährliche Bauchspeicheldrüsenentzündung. Wie es dazu kam, wie es Carmen mittlerweile geht und welche Risiken eine solche Erkrankung birgt, erfahrt ihr in diesem Video. Also Blight Dran. Yeah. Die beliebte TV-Persönlichkeit Carmen Geiss musste kürzlich aufgrund einer plötzlichen Bauchspeicheldrüsenentzündung, auch Pankreatitis genannt, während Dreharbeiten in Österreich ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Frau von Unternehmer Robert Geiss war mitten in den Aufnahmen, als sie plötzlich die Dreharbeiten abbrechen musste, da sie heftige Schmerzen verspürte. Die Situation war so ernst, dass eine schnelle medizinische Versorgung notwendig war. Eine Bauchspeicheldrüsenentzündung kann in zwei Formen auftreten, als akute oder chronische Pankreatitis. In Carmens Fall handelte es sich um die akute Form, die sich innerhalb kurzer Zeit entwickelt und, wenn rechtzeitig erkannt, auch relativ gut behandelt werden kann. Bei der akuten Pankreatitis kann die Entzündung in leichten Fällen nach einigen Tagen abklingen, während schwerere Verläufe zu schwerwiegenden Komplikationen führen können. Glücklicherweise konnte bei Carmen Geiss die Erkrankung frühzeitig diagnostiziert und behandelt werden. In leichten Fällen wird Patienten in der Regel intravenöse Flüssigkeit zugeführt und die Schmerzen werden mit Medikamenten gelindert. Bei schwereren Verläufen, wenn die Betroffenen keine Nahrung aufnehmen können, erfolgt die Ernährung über eine Sonde. Manche Patienten müssen sogar auf die Intensivstation, da in besonders schlimmen Fällen die Bauchspeicheldrüse so stark geschädigt werden kann, dass es zu Organversagen kommt, was dann lebensbedrohlich werden kann. Doch Carmen hatte Glück im Unglück. Ihre Symptome wurden schnell erkannt, sodass sie frühzeitig die notwendige medizinische Hilfe erhielt. Die Behandlung im österreichischen Krankenhaus verlief gut und inzwischen hat sie sich vollständig erholt und ist wieder zu Hause in Monaco bei ihrer Familie. Carmen selbst meldete sich einige Zeit nach dem Vorfall auf Instagram, wo sie offen über ihre gesundheitlichen Probleme sprach. Sie zeigte sich dankbar, dass ihre Erkrankung so früh entdeckt wurde und betonte, wie wichtig es sei, regelmäßig Vorsorgeuntersuchungen zu machen. Dieser Vorfall habe ihr noch einmal deutlich gemacht, wie schnell das Leben sich verändern kann und dass man seine Gesundheit niemals als selbstverständlich betrachten sollte. Mit ihrer Offenheit will sie ihre Fans dazu ermutigen, auf sich zu achten und rechtzeitig medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Carmen Geiss scheint also auf dem Weg der Besserung zu sein. Doch die Erkrankung hat sicherlich einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Immerhin zählt die Bauchspeicheldrüsenentzündung zu den Erkrankungen, die potenziell lebensgefährlich sein können, wenn sie nicht rechtzeitig erkannt und behandelt werden. Carmens Erfahrung ist ein starkes Beispiel dafür, wie wichtig es ist, auf die Signale des eigenen Körpers zu hören und im Zweifel sofort ärztliche Hilfe aufzusuchen. Auch wenn sie sich mittlerweile wieder erholt hat, hätte es anders ausgehen können, wenn die Entzündung nicht rechtzeitig erkannt worden wäre. Was sagt ihr? Habt ihr schon mal Erfahrungen mit gesundheitlichen Problemen gemacht, die euch plötzlich erwischt haben? Schreibt es mir in die Kommentare und lasst uns darüber sprechen. Bleibt gesund und passt auf euch auf. Und jetzt gib mir mein Futter oder ich besuche dich um 3 Uhr nachts und schaue dich böse an. Und lass mir ein Abo da.